Naja, es ist immer schwierig, wenn Politiker neue Technologien erklären sollen. Die Blockchain ist eine Technologie, die in der Öffentlichkeit vor allem aus dem Bereich des Bitcoin bekannt ist. Ja, das Besondere an der Blockchain ist eben, dass die Daten dezentral gespeichert werden, auf vielen Servern gleichzeitig. Und jede Änderung in dieser Kette ist eben auch Transparenz für alle Akteure nachvollziehbar. Das macht die Blockchain auch sehr vertrauenswürdig, sehr sicher. Und genau das sind die Punkte, die eben auch diese neuen Geschäftsmodelle und die neuen Anwendungsfelder ermöglichen. Die Politik ist das Thema Blockchain relevant, weil sich durch diese Technologie in den verschiedensten Bereichen im Gesundheitswesen, in der Mobilität, beim Thema Energie ganz neue Optionen und Geschäftsmodelle entwickeln können. Es entstehen natürlich neue wirtschaftliche Potenziale und uns ist wichtig, dass wir gerade bei dieser neuen Technologie vorne mit dabei sind. Das ist auch bisher so. Es gibt gerade in Berlin eben eine sehr lebendige Blockchain-Szene, viele neue Entwicklungen kommen gerade aus Berlin und deshalb ist das auch ein Auftrag an die Politik, das Ganze gut zu begleiten, um die Regulierung, die notwendig ist, auch rechtzeitig vorzunehmen. Wir werden eine Blockchain-Strategie auf den Weg bringen. Gerade laufen die Vorbereitungen mit Expertengesprächen, Hintergrundgesprächen, mit Workshops, um eine Strategie auf den Weg zu bringen, die von der Frage, wie können wir Gründer besser unterstützen, bis zur Frage, welche Standardisierungen müssen vorgenommen werden, die entscheidenden Fragen beantworten wird. Politische Regulierung wird nötig sein. Es muss aber eine gute Regulierung sein, in Bereichen auch eine schnelle Regulierung. Das wollen wir leisten und gerade als Unionsfraktion wollen wir uns in diesen Prozess auch einbringen.